Heute gibt es zwei Kryptobetrüger und zwei Anrufer aus einer Diskothek für euch. Und falls ihr es vergessen habt, hier ist der Callcenter-Crusher. Es mag für die Betrüger ja nett sein, musikalisch unterhalten zu werden, aber kennt ihr sowas von eurer Bank? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Habt Spaß mit dem Video, auch diesmal geht es nach dem Intro los. Ja, bitte. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, hier spricht die Nathalie Robbes. Ja. Sie rufen sich von crypto.com an. Sie haben Interesse auf ein Handelskonto gezeigt. Ja, das kann durchaus sein. Aber Haben Sie crypto.com schon sagt mir Erfahrung? gar nichts. Haben Sie irgendwo auf also Kryptowährungen Interesse gezeigt zum Handeln? Ja, schon, aber Ihre Zu Seite traden? sagt mir gar nichts. Also wir haben natürlich viele Abteilungen. Welche Werbung haben Sie denn gesehen? Also Sie können auf alles Mögliche investieren, verstehen Sie, im Finanzmarkt. Und wir haben Kryptowährungen ausgewählt. Ja, und weiter? Also Sie haben die Möglichkeit, mit uns ein Handelskonto zu aktivieren und mit automatischem System natürlich, also es laufen zu lassen. Haben Sie schon Erfahrung im Finanzmarkt? Nee, habe ich nicht. Aha. Also wie möchten Sie denn anfangen? Möchten Sie mit automatischem System als erstes anfangen oder mit also Finanzberater? Erstmal möchte ich wissen, mit welcher Firma ich es zu tun habe. Sagen Sie mir nochmal, wie heißt Ihre Firma? Crypto.com. Krypto mit C oder mit K? Ja, mit C. Nee, Bitte? mit C geschrieben. Mit Buchstabieren Sie C es geschrieben. mit C. Krypto.com. Genau. Okay. Dann suchen wir. Ja, gut, okay. Dann erzählen Sie mal weiter. Alles in Ordnung. Also Sie haben natürlich die Möglichkeit, mit uns Ihr Handelskonto zu aktivieren. Nachdem Sie aktiviert haben, können Sie natürlich auswählen, ob Sie es mit automatischem System machen möchten oder mit einem Finanzberater arbeiten möchten. Also mit automatischem System ist es natürlich so, nachdem Sie also aktiviert haben, werden Sie natürlich ein persönliches Gespräch haben mit einem Finanzberater und er wird Ihnen natürlich helfen, damit Sie also Ihre Einstellungen machen können. Und danach wird es natürlich von alleine laufen, ja. Mit Finanzberater ist es ein bisschen anders. Sie werden natürlich also Strategien und Analysen von dem Finanzberater werden Sie natürlich alles bekommen, damit Sie wissen, worauf Sie investieren können, ja. Sie werden natürlich Ihre eigene Applikation haben und also Sie werden eigene Zugangsdaten haben, Was damit heißt Sie also jederzeit einloggen, ja. für eine Applikation? Also hängt natürlich drauf an, was für ein Handelskonto Sie, also mit welchem Handelskonto Sie anfangen, ja. Also Sie haben ein Minimum-Paket, wo Sie mit 250 anfangen können, mit 500 und 1000. Okay. Also, genau, also nachdem Sie ausgewählt haben, mit welchem also Betrag Sie weitermachen, wird sich natürlich ein Finanzberater in Verbindung setzen und Ihnen erklären, wie es weitergehen wird, ja. Also, er wird Ihnen natürlich als erstes raten, also ein bisschen über Sie persönlich kennenlernen, damit er weiß, also wie Sie weitermachen können und wie Sie natürlich Gewinne machen können, ja. Also, wie viel Sie erreichen möchten in 6 Monaten, wie viel Sie finanziell investieren können, alles Mögliche. Und dann wird er natürlich Ihnen Beratung geben, also was die beste Option ist. Okay. Wo sitzt Ihre Firma denn? Wir sitzen in Berlin. In Berlin. Ja, aber warum rufen Sie nicht mit einer Berliner Nummer an? Also wir rufen Sie von Internet an, damit Sie keine Kosten haben. Also wir rufen ja Augenblick. Tausende von Kunden. Ja? Kosten hat man nie als Angerufener. Das ist Ja, eine aber wir haben Ausrede. Kosten, verstehen Sie? Ja, gut, aber das ist doch nicht mein Problem. Wenn Sie Kosten Genau haben. deswegen,
Und deswegen Genau, rufen deswegen Sie, rufen wir vom Internet an. Sie sitzen also in Berlin und rufen mit einer ausländischen Rufnummer an. Ja. Das ist schon mal sehr seriös, ganz na klar. Gut, okay. Also es ist so, wir haben natürlich eine Hauptfirma, die in Großbritannien liegt, verstehen Sie? Und es ist alles mit dem Internet gemacht worden, dass sie keine Kosten haben von ihrer Seite und wir keine Kosten haben, weil wir rufen ja, verstehen Sie, tausende von Kunden täglich an. Ja gut, wenn Sie mich anrufen, dann habe ich sowieso keine Kosten. Keine seriöse Firma Aber wir ruft. werden auch Kosten haben. Ja gut, aber das ist doch, Sie wollen doch Kunden haben. Ja. Ja, dann erzählen Sie mir nicht, dass dass meine Kosten dadurch gesenkt werden. Das ist doch Blödsinn. Das stimmt doch nicht. Das ist ja schon seltsam. Okay, Sie sagen, Sie sitzen in Berlin. Wo sitzen Sie denn in Berlin? Ja. Möchten Sie die Adresse haben oder Genau, wie? genau. Ja, Rundestraße 9, 10, also Postleitzahl ist Rungestraße 9, Ja. 10179 Berlin. Okay, gut, okay. Das habe ich soweit. Und wenn Sie in London sitzen und Sie haben in Berlin, dann sind Sie in Berlin eine Filiale haben, dann sind Sie sicherlich auch bei der BaFin gelistet, ne? Ja. Okay. Da sind Sie gelistet. Unter welchem Firmennamen da? Genau. Doktor.com. Gut, das kann ich ja mal schnell gucken. Ist ja ganz einfach. So. Wieso haben Sie sich eigentlich angemeldet, wenn Sie nicht weitermachen möchten? Nee, ich möchte ja Haben Sie nichts weitermachen. davon gelesen? Augenblick, darf ich bitte ausreden, wenn Sie mich schon mir schon Fragen stellen? Wenn Sie mich anrufen und mich fragen, warum ich mich angemeldet habe, ganz einfach, weil ich mit einer seriösen Firma zusammenarbeiten will und da will ich mein Geld investieren. Und wenn Sie das schon als unseriös sehen, Haben Sie aber nicht durchgelesen, was was soll ich denn da durchlesen? auf der Werbung, wo Sie reingeklickt haben, wo Sie Da stand dazu nichts. Interesse hatten, Das also ging ja nicht weiter. So, also Crypto.com bei der BaFin ist nicht genau. gelistet. Ist nicht gelistet. Was meinen Sie sind bei der BaFin nicht gelistet. Sie sagten, Sie sind bei der BaFin gelistet. Sind Sie nicht? Ich habe das eben Wie kann ich Ihnen überprüft. denn weiterhelfen? Ja, wo sind Sie denn gelistet? Ganz einfach. Sind Sie bei FCA? Fragen Sie nach. Wo sind Sie reguliert? Bei Nein, wir sind nicht. FCA? Nein, wir sind nicht. Was meinen Sie mit also reguliert? Ja, richtig. Ein Finanzdienstleister muss in Europa reguliert sein. Und wenn Sie in England sitzen, müssen Sie bei der FCA reguliert sein. Sind wir? Möchten Sie die Lizenz haben? Dann, also ich kann Ihnen Ja, das schicken. naja, das können Sie mir ja sagen. Ist doch ganz einfach. Oder Sie können es mir auch schicken. Ist ja gar kein Problem. Ich kann das ja schnell Können Sie mir überprüfen. bitte Ihre E-Mail-Adresse? Die habe ich doch angegeben. Können Sie es nochmal wiederholen, Ihre E-Mail-Adresse, damit ich es Die Ihnen habe ich doch schicken kann? angegeben. Sagen Sie sie doch und ich sage dann, ob sie richtig ist oder nicht. Joachim Punkt Ringsbacher Bergheimer, ja? Ringsbach At Bergheimer. gmail.com. At Ja. Gmail. Nein. GMX. GMX.de. GMX auf. Ah, Moment, ich werde Ihnen die E-Mail schicken. Können Sie jetzt auf die E-Mail reinsehen? Natürlich kann ich das. Gar kein Problem. Ah, Moment bitte. Haben Sie noch weitere Fragen, bis die E-Mail ankommt? Ja, naja, erstmal muss die E-Mail ja ankommen. Dann habe ich bestimmt noch weitere Fragen. Dann schicken Sie doch. So lange kann es ja nicht dauern, eine E-Mail zu schicken. Einen Moment bitte.
Wir müssen ja was eingeben, verstehen Sie? Ja, das können Sie ja machen. Sind Sie noch da? Hallo. Ja, ich bin noch da. Die E-Mail scheint falsch zu sein. Können Sie es nochmal wiederholen? Das ist alles klein und zusammengeschrieben. Natürlich. Und die E-Mail ist richtig. Vielleicht haben Sie ja falsch eingegeben. Buchstabieren Sie es doch einfach nochmal, dann sage ich Ihnen, ob es richtig ist. Also Joachim Punkt, ja. Ja. Linksbach Bergheimer Ja. @gmx.de, ja? Ist Richtig. richtig, oder? Das ist richtig. @gmx, ja? Ja. .de. Punkt.de. Also in der E-Mail-Adresse, wo Sie auf die Werbung geklickt haben, haben Sie also fucaro.com eingegeben. Das ist eine verkehrte E-Mail-Adresse, die gibt es nicht mehr. Deswegen habe ich ja gesagt, Gibt nicht mehr. ja, deswegen sage ich ja @JimX und nicht Fukaro. Am Moment. Ich werde jetzt mit der nochmal schicken. Und schon hat sie aufgegeben. Hallo? Hello, am I talking to Thomas? Hallo? Sind Sie in einer Hello? Diskothek? Hello, is it Thomas speaking? Hallo? Hello, is it Thomas speaking? Wer ist da? Yeah, Thomas is Mutola calling from Expo Markets, an online international trading platform. How are Hallo? you today? Hallo? Can you hear me, Thomas? Hello? Sind Sie in einer Diskothek? Thomas, it's Mr. calling from Expo Markets, an online international Ist trading platform. Can you hear me? das eine Diskothek? No, I'm calling from Expo Markets, an online international trading platform. Thomas, can you hear me? Und warum ist es so laut bei Ihnen? Man hört ja gar nichts. Thomas, as I said, I'm calling regarding the registration that you just made on our platform regarding online trading and investment. Is that right? Ich spreche nur Deutsch. Ich verstehe kein Englisch. What language do you speak, Thomas? What language do you speak? Ich spreche Deutsch. Deutsch? Do Ja. you speak Deutsch? Sagte ich Okay. bereits. Okay, I just hold on a second. Someone will call you so you can speak Deutsch, okay? Bitte, ich verstehe kein Englisch. Okay. Someone will call you again so you can speak Deutsch, okay? Wie gesagt, ich verstehe kein Englisch. Okay. I will ask Und someone mach. to call you again Ich verstehe in kein Deutsch. Englisch. Sie können sagen, was Sie wollen, aber Ihre Musik ist sehr laut. Sie rufen also aus einer Diskothek an, ja? Aha. Just hold on a second. Hold on a second. Was soll ich halten? Just wait on, wait please. Just wait for a second, please. Auf was soll ich warten? Hallo. Ist ja schön, dass Ihre Musik jetzt aus ist. Aber dann müssen Sie auch reden. Telefonieren geht nur mit Reden und Zuhören. Ohne Reden macht das keinen Sinn. Hallo. Hallo. Wenn Sie nicht reden, dann lege ich gleich auf. Aha, Sie wollen also nicht reden? Okay, dann lege ich auf. Hallo? Hallo, guten Tag. Hier ist Anna Wolf von Porträts Online Handeln. Wie geht's Ihnen? Danke, und selbst? Haben Sie Weihnachten gut überlebt? Ja, danke schön. Auch gut. Also, Sie haben auf unserer Plattform eingemeldet, ist richtig? Ja, das mag richtig sein. Welches war denn die Plattform? Ich hatte mich mehrfach angemeldet. Porträts für Bitcoin. Also, Bitcoin. Für Bitcoin, sagen wir. Ja. Und müssen Sie Ihre Konto aktivieren? Ja, ich muss Herr nur Silber, noch sind mal. Sie? Bitte? Silber, Herr Silber, sind Sie? Ist richtig? Ja, natürlich.
Und wenn Sie möchten Ihre Konto aktivieren, ich wollte Ihnen gerne helfen. Vielleicht haben Sie das durchgelesen, aber ich möchte Sie kurz informieren. Möchten Sie Ihre Konto aktivieren, Herr Silva? Ja, natürlich, gerne. Wir haben zwei Systeme auf unserer Plattform, automatisches System und manuelles System. Auf automatisches System hier gibt es einen Roboter, wir heißen das Algorithmus, ja, und dieser Roboter werde alles für Sie fertigen. Auf der anderen Seite, Sie werden eine persönliche Kundenbetreuer bekommen und diese Person werde Ihnen für die alle Schritte unterstützen. Also das heißt, wenn Sie zum Beispiel keine Zeit haben, Sie können ganz einfach mit Robotersystems reden. Oder wenn Sie brauchen Hilfe, Sie können mit unseren Kundenbetreuer zusammen auch reden oder arbeiten, sagen wir. Und für Ihre Kontoaktivierung, Sie brauchen nur einmal 250 Euro einzahlen. Haben Sie das auch durchgelesen, Herr Silva? Ja, nee, da ging es ja nicht so richtig weiter mit der Seite. Deswegen Haben Sie schon versucht, also zu zahlen? Nee, das habe ich noch nicht, weil das, so weit ging es ja gar nicht. Sie haben noch nicht bezahlt, ja? 250 Euro. Richtig, ich weiß ja auch noch gar nichts über Ihre Firma. Wie bitte, nochmal? Ich sagte, ich weiß ja auch gar nichts über Ihre Firma. Okay, aber Sie haben schon angemeldet, Herr Siedler. Ja, richtig, aber ich wusste ja gar nicht, wo ich... Wie nennt sich Ihre Firma denn jetzt? Also, unsere Plattformname ist Portrait, aber wir arbeiten zum Beispiel mit manchen Werbungen und manchen Währungen, zum Beispiel mit Bitcoin Fast Profit oder Oil Profit, Amazon Tester und so weiter, ja? Ja, deswegen weiß ich ja nicht, wo ich rausgekommen bin. Deswegen frage ich ja. Sie haben auf unserer Plattform verbunden. Wen Sie möchten, Ihre Konto aktivieren. Jetzt, wir können zusammen das machen, Herr Silva. Möchten ja, gut. Sie sagen Sie nochmal, Portrait, wie schreibt sich das? Also, P wie Paula. Ja. O wie Oma, sagen wir. Ja. R wie Richard. Ja. P wie Theodor. R wie Richard. A wie Anton. Ja. D wie Diana. E wie Emil. S wie Siegfried. Und ich sende Ihnen auch E-Mail, ja? Einen Moment bitte. Und wie geht das dann weiter? Portraits und dann .de? Sie können ganz einfach www.portrait.com schreiben. .com, ja? Das wollte ich doch wissen. Zuerst www. Ja? Okay. Jetzt haben Sie aufgemacht? Nee, ich bin ja gerade dabei. Ich muss meinen Rechner erstmal hochfahren. Aha, okay. Und ich sende Ihnen auch gerade E-Mail, ja? Sie können auch durchlesen oder allgemeine Informationen. Einen Moment. So, haben Sie Erfahrung über Online-Handeln oder ist das erste Mal, Herr Silva? Och, ich habe schon jede Menge verkauft bei eBay und bei Amazon. Super, Sie haben schon Erfahrung. Ja, richtig. Gut. Viel verkauft. Und möchten Sie jetzt Ihre Konto aktivieren? Ja, ich werde zur Finanzabteilung weiterleiten und dann ich werde Ihnen ein Formular senden. Sie können diese Formular ausfüllen und dann können Sie Ihre Konto aktivieren. Wir können das zusammen auch machen. Können Sie kurz warten, bitte, Herr Silva? Natürlich. Und ich möchte Ihnen fragen, wie würden Sie das tätigen für Ihre Kontoaktivierung mit Kreditkarte oder mit Überweisung, Herr Silva? Ach, das weiß mit ich, das hab, da habe ich mir noch keine Gedanken drum gemacht. Mit Visa oder Mastercard oder mit Überweisung? Benutzen Sie Online-Banking oder haben Sie Kreditkarte? Ja, es ist alles möglich, aber wie gesagt, habe ich mir noch keine Gedanken drum gemacht, weil ich wusste ja bis jetzt noch gar nichts über Ihre Firma. Aber und bevor Sie ich haben irgendwo gesagt, invest- ich möchte meine... Sie haben gesagt, Sie müssen Ihre Konto aktivieren, oder? Ja, natürlich, aber ich weiß ja momentan, ich werde mein Konto aktivieren, wenn ich weiß, was mit Ihrer Firma ist und ob sie seriös ist. Mhm. Ich habe nur Interesse an einem seriösen Unternehmen. Und haben Sie noch nicht durchgelesen oder unsere Webseite besucht? Sie haben, ich habe gedacht, also Sie haben schon sich informiert, also über unsere Plattform. Sie haben schon angemeldet, Sie haben schon ein Handelskonto erst gesagt. Ich sagte doch, es ging dann nicht weiter nach der Anmeldung. Kam keine neue Seite, an der ich irgendwas machen konnte. Deswegen habe ich nichts gelesen darüber. Deswegen habe ich ja nachgefragt bei portraits.com. Okay, und wo sitzt Ihr Unternehmen denn?
Unser Hauptsitz ist in im England, ja. Und wir haben viele Unternehmen in Deutschland, Österreich, Frankreich und Polen und Bulgarien, Israel und so weiter. Und wir sind seit so 10 Jahren in diesem Bereich. Also wir arbeiten als 10 Jahren, also oder bis 11 Jahren, sagen wir. Und also wie gesagt, unser Hauptsitz ist in London, also England, ja. Aber wie gesagt, also wir haben viele Unternehmen. Wir arbeiten als Callcenter, wissen Sie, Herr Silva, als Callcenter. Und es heißt übrigens Da Silva. Mein Nachname ist Da Silva. Einen Moment bitte. Da Silva, genau. Rubio Da Silva, ja? Richtig. Okay. Gut, also Sie sagen, Sie haben Unternehmen auch in Deutschland Filialen? Genau, in Deutschland auch, aber nicht nur in Deutschland. Sagen wir also in Österreich, Frankreich und Bulgarien, Schweiz, Litauen auch, Israel und so weiter. Ja gut, das müssen ja nicht alles vor Ort. Also in Deutschland, wo sitzen Sie denn in Deutschland? Wo haben Sie da Ihre Filiale? In Heilbronn, sagen wir. Wissen Sie, wo? In Heilbronn. Ah ja, okay. Genau. Okay. Und wo sind Sie? In Deutschland? Ich bin in Deutschland, ja. Nee, also welche Stadt? In Hamburg. Hamburg, oh, so weit. Okay, Da Silva, also Herr Da Silva, sagen wir. Und so ist das unsere Firma. Also Plattformname ist Portrait. Aber wir arbeiten mit einigen Anzeigen, wie zum Beispiel Amazon, Oil, also Bitcoin Profit und Bitcoin, also Oil Profit und Tesla, Amazon und mit so was weiter, ja. Mit was kann ich dann überall handeln bei Ihnen? Haben Sie besondere Interesse oder noch nicht, Herr Dazio? Ja, Öl und Gas wäre interessant. Super. Normalerweise, ich kann Ihnen nicht diese Sache sagen. Also ich bin nur, also ich bin Aktivierungsabteilung. Da sehen wir arbeiten mit vielen Abteilungen, mit Finanzabteilung, Supportabteilung und mit Kundenbetreuern. Also Sie werden auf jeden Fall einen Anruf von unseren Kundenbetreuer bekommen, ja, nach der Kontaktivierung. Und Sie werden Sie wieder also über alle diese Sache informieren, wie funktioniert zum Beispiel Robotersystem und Manualsystem. Und auch die werden Sie informieren über alle diese Kryptowährungen oder Aktien oder also Rohstoffe, Gold, Öl, und so weiter. Öl und Gas. Öl, Gas oder Amazon, Tesla. Und vielleicht Sie wissen das auch. Jetzt zum Beispiel, es gibt sehr gute Möglichkeiten, Profitmöglichkeiten mit Amazon und Tesla. Wenn Sie mit zum Beispiel Amazon und Tesla investieren, Sie werden bis spätestens 5 Wochen 52 Profit erzielen. Das weiß ich, aber normalerweise, ich möchte Ihnen nicht falsche Sachen sagen, aber... Woher wissen Sache, Sie das? Woher wissen Sache Sie das? Von unseren Kundenbetreuern. Ja, aber woher weiß der das? Also, an der Börse ist doch normalerweise nicht sicher. Nee, also... Ich gebe nur meine Empfehlung, ja, aber natürlich auf jeden Fall, Sie müssen selber entscheiden, dass Herr Da Silva. Also, Sie sind überhaupt nicht allein. Sie werden auch, also Sie können auch mit unseren Kundenbetreuer zusammenreden oder arbeiten, sagen wir, wenn Sie brauchen Hilfe. Sie können auch zusammen Positionen öffnen, schließen, ja. Aber das weiß ich, also alles wird gekauft, wenn es billig ist. Und also Sie können dann verkaufen, wenn der Preis steigt, ja? Sie können auf diese Weise so viel Geld verdienen. Das ist immer so. Ja gut, aber ich mache auch so. Ja gut, Sie machen das auf Ihrer eigenen Plattform auch so? Ich mache nur zum Beispiel Gold oder etwas gekauft, wenn es billig ist, ja? Und oder Dollar, ich weiß nicht, nur ein Beispiel, ja? Wenn der Preis steigt und ich verkaufe das, dann also so kann ich gut Geld verdienen. Also ich gebe nur ein Beispiel. Ja. Und das machen Sie auf Ihrer eigenen Plattform? Ich mache nicht so viel Investition, aber meine Freundin, Freundinnen, also meine Kollegen, sagen wir, ja, die machen auch Investitionen. Auf Ihrer eigenen Plattform, ja? Sie machen das auf Ihrer eigenen Plattform? Auf unsere Plattform und auch die andere Plattform, auch. Also. Ja, also auf Ihrer eigenen Plattform machen Sie das auch, sagten Sie. Meine Kollegen, nicht ich, aber meine Kollegen, die machen auch.
Also Sie nicht. Herr Da Silva, warum fragen Sie solche Sachen? Also müssen Sie nicht investieren auf unserer Plattform? Sie müssen nicht machen, Da Silva. Also ich möchte Sie kurz informieren. Ja, Sie reden ja ohne Unterlass. Ich meine, ich komme ja gar nicht dazu, Fragen zu stellen. Können Sie mir sagen, bitte, Herr Da Silva, möchten Sie das nicht? Doch, natürlich möchte ich das, aber ich möchte mit einem seriösen Unternehmen zusammenarbeiten. Und gut, okay. Sie sagen, informiert. Sie können auch. Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Reden Sie doch nicht dauernd dazwischen. Sie können auch durchlesen. Wir haben auch Lizenz, Herr Da Silva. Sie können zuerst natürlich schlau machen. Bitte schauen Sie also auf unsere Webseite und bitte kontrollieren und Sie können auch. Ja, aber wenn ich Sie doch am Telefon habe, können Sie mir doch auch die Fragen direkt beantworten. Also, Sie sagen, Sie sitzen in Heilbronn. Okay. Das heißt, Sie arbeiten dann mit Sicherheit unter der Kontrolle der BaFin, richtig? Natürlich. Ah ja, okay. Wir haben auch Lizenz. Bei der BaFin. Okay. Sehr schön. Und? Was noch? Ja, dann können wir das doch einfach mal überprüfen. Was halten Sie davon? Also, wie gesagt, ich bin Aktivierungsabteilung, Herr Da Silva. Sie haben schon ein Handelskonto bei uns und es ist noch nicht aktiv. Wenn ja, Sie gut, möchten, aber bevor ich was aktiviere, muss ich dann, wenn Sie bei der BaFin gelistet sind, dann sagen Sie mir doch mal, unter welchem Namen Sie bei der BaFin gelistet sind oder welche ID Sie bei der BaFin haben. Mit Herr Da Silva, können Sie zuerst unsere Webseite besuchen? Nee, ich will erst mal wissen, ob ich es mit einem seriösen Unternehmen zu tun habe. Aber ich kann diese Sache nicht Ihnen sagen. Also, ich bin Aktivierungsabteilung. Ja, dann sagen Sie mir das. Ich bin Aktivierungsabteilung. Dann geben Sie mir irgendjemanden, der mir das sagen kann. Ist doch ganz einfach. Also, Sie können auch, Sie können mit unserer Supportabteilung solche Sachen sprechen. Ja, dann leiten Sie mich weiter an die Supportabteilung. Und auf der Webseite, Sie können, Herr Da Silva, Sie möchten das nicht, ich denke so, ich glaube, Sie möchten das nicht, Sie machen nur. Ich glaube, Sie möchten mir nicht sagen, was ich wissen will. Als Investor will ich wissen, mit welcher Firma ich zusammenarbeiten möchte. Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Sie sprechen dauernd in mein Wort. Also, ich möchte als Investor einfach wissen, mit wem ich eventuell zusammenarbeite. Und Sie können mir das nicht sagen. Dann leiten Sie mich doch einfach an denjenigen weiter, der mir das sagen kann, wo bei der BaFin Sie registriert sind. Vielleicht, also ich weiß auch das nicht. Also ich kann jetzt schauen. Einen Moment bitte. Sie können auch das machen. Ja, natürlich. Sagen Sie mir doch einfach, wie Sie registriert sind oder welche ID Sie haben bei der BaFin. Mehr möchte ich doch gar nicht wissen. Also Sie können, können Sie Ihre E-Mail kontrollieren, bitte? Nein, jetzt momentan noch nicht. Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Wenn Sie Fragen stellen, dann warten Sie auch die Antwort ab. Also, ich bin jetzt auf der Seite der BaFin und jetzt möchte ich gerne wissen, was ich da eingeben muss, um zu kontrollieren, ob Sie auch eine seriöse Firma sind. Also, ich brauche den Unternehmensnamens oder die BaFin-ID. Wenn Sie mir das nicht sagen können, dann sagen Sie es, dann leiten Sie mich an jemanden weiter, der das kann. Also Sie verstehen mich nicht, Herr Da Silva. Also ich bin Aktivierungsabteilung. Ich weiß nicht die ganzen weiteren Informationen. Sie können das auch. Deswegen habe ich ja gesagt, Sie sollen mich an jemanden weiterleiten, der das sagen kann. Sie können diese Sache auf der Webseite also kontrollieren und durchlesen. Ja, also die ganzen Informationen können Sie auf der Webseite finden. Da steht auch Lizenz. Ja, Sie können das schauen. Bitte schauen Sie zuerst und dann, wenn Sie möchten, Ihre Konto aktivieren und dann also kontaktieren Sie mich. Ja, das war's, Herr Da Silva. Also ich habe noch einige Menge Fragen. Hallo, Fragen, ja? Hallo. Also. Auf Wiederhören, tschüss. Aha, Sie sind also ein Scammer. Okay. Ja, bitte. Hallo, Ludger Lofmann. Ja, wer ist da bitte? Hallo, Sie sprechen hier mit Lisa Hofer. Sie haben sich vor 9 Tagen durch Eurosofit Deutschland eine Trading-Plattform registriert. Können Sie noch erinnern? Nee, kann ich nicht mehr.
Und schon ist er raus.